Stichwort Darmflora. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also vor circa 100 Jahren, hat man angefangen, Darmbakterien zu erforschen. Warum hat man das gemacht? Man hat damals schon gesehen, wie wichtig die für unser Abwehrsystem sind und hat ihnen dann den Namen Symbionten gegeben, weil sie für uns nicht nur nützlich, extrem nützlich sind, ja, aber vor allem lebensnotwendig. Und die Mikrobiologie hat damals ihre ersten Schritte gemacht, sehr, sehr große Schritte, doch dann kam Fleming. Nicht der von James Bond, nein, Alexander Fleming im Jahr 1928 mit der Entdeckung von Penicillin, / Schimmel. Und ab den 40er Jahren kamen dann diese Antibiotika relativ großflächig zum Einsatz, insbesondere auch im Krieg. Und die Mikrobiologie war mit einem Schlag nicht mehr trendy, weil man eben alle Hoffnung in die Antibiotika gesteckt hat. Warum denn auch Alternativen? Ja, es gibt Leute, die würden sagen, ich nehme bei so einem kleinen Räuspern auch ein Antibiotikum. Was ein Blödsinn. Aber mittlerweile hat sich der Trend gedreht. Die Antibiotika wirken oft nicht mehr so gut. Die Keime sind resistent geworden. Viele vergessen nämlich, dass Antibiotika nur bei bakteriellen Infekten wirken. Bei Viruserkrankungen, mit denen wir es meistens zu tun haben, macht ein Antibiotikum überhaupt keinen Sinn. Eigentlich sind sie dann sogar kontraindiziert. Also Obacht. Heute wissen wir, wenn du oft und regelmäßig mit Antibiotika zu tun hast, wenn du sie zu viel schluckst, schädigst du dein Immunsystem und du wirst anfälliger. Und da ist es besonders schade, dass gerade in der Kinderheilkunde, in der Pädiatrie, ungefähr die Hälfte aller Verordnungen für Antibiotika herkommen. Also kein Wunder, dass danach oft die Karriere zum Allergiker oder zum Neurothermitiker eingeschlagen wird. Und das ist doof. Ist nicht nötig. Und manchmal will der Kinderarzt einfach keinen Fehler machen und er verschreibt es übervorsichtig oder in vorauseilendem Gehorsam, weil viele Eltern das so schnell wie möglich haben möchten, das Antibiotikum. Doch eigentlich müsste es sich doch schon längst drum gesprochen haben, dass Fieber eine Heilreaktion ist und nicht sofort um jeden Preis bekämpft werden muss. Neben den Antibiotika gibt es vor allem noch die Kortikoide, die Protonenpumpenhemmer und die Schmerzmittel, die die geschädigten Darmbakterien begünstigen. Und dadurch können Viren und potenzielle Allergene sehr viel leichter durch die Darmwand durch, was eine Katastrophe ist. Dabei ist eine intakte Darmflora die Voraussetzung für eine normale Darmfunktion und hat einen riesigen Einfluss auf den Stoffwechsel und auf dein Immunsystem. Der Darm hat ca. 10-mal mehr Darmbakterien, als dein eigener Körper Zellen besitzt. Und ein Drittel deines Stuhlgangs besteht aus Darmbakterien. Und das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Verdauung. Sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung sind Darmbakterien ein Segen, sofern du die richtigen verwendest. Ansonsten geht der Schuss nach hinten los oder du hinterlässt Spuren. Darmbakterien unterstützen die Darmschleimhaut, sie regen die Muskelaktivität des Darms an und außerdem unterstützen die richtigen Darmbakterien deine Vitaminversorgung. Das ist cool. Und wenn deine Darmflora nicht in Ordnung ist, hast du nicht nur eine unschöne Verdauung mit Blähungen, sondern ein beeinträchtigtes Immunsystem. Und es ist kaum möglich, Allergien oder chronische Infekte in den Griff zu bekommen. Love, Peace, Bye.